Gerade nicht so happy aus. Oh, süß. Ihr frisst mich jetzt bitte nicht. Das wäre jetzt geil. Ende der Story, Batz tot. Servus Leute, willkommen zurück bei Subnautica und wir sind heute auf der Suche nach dem letzten Teil des Enzyms und zwar nach den Stielaugen oder nach diesem Augenstängel, irgendwas Gedöns. Wir haben es das letzte Mal ja nicht gefunden. Ich probiere jetzt einfach mal, dass wir es diesmal jetzt schaffen, weil es kann ja nicht sein, dass wir jetzt an dem letzten Müll scheitern. Ich bin mir nicht sicher, ich glaube hier unten finden wir die nicht. Das ist gerade nur mein Problem. Wo bin ich denn reinkommen? Da oben, gell? Ich glaube nämlich... Oh Gott. Könnte natürlich auch ein bisschen weiter hinten gewesen sein. Hier... Geh weiter. Komm, du kommst da raus. Oh. Raus mit dir, du bist ein U-Boot. So ist doch. Okay. Wo sind wir denn jetzt eigentlich? So, das sind jetzt nicht solche Augenstängel. Aber jetzt warte mal. Das war doch auf der... Ich bin mir ziemlich sicher, dass es auf dem Weg war. Von Rettungskapsel hierher. Sag mal. Jetzt fahren wir mal wieder zurück. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es irgendwo da war. Kann ja nicht wahr sein. Bleib mal ein bisschen weiter unten, vielleicht findet man es dann ja. Sorry. Ich mach die immer kaputt, das tut mir auch echt leid, aber. Gelsäcke, bla. Irgendwo ist, glaube ich, hier. Kann da jetzt nicht sein, dass ich mir so schwer tue, die zu finden? Holy shit. Hoch. Alles gut. Holy shit, okay. War ich hier überhaupt schon? Hoppala. Nein, so. Aber hier ist es nicht. Ich weiß zu 1000%, ich habe es ja schon gefunden. Und jetzt gerade bin ich jetzt blöd, sie zu finden. Aber so weit oben waren sie dann doch nicht. Hä, wo waren denn die? Diese blöden Augenstängel, das gibt es nicht. Ich habe die 100 Pro schon gefunden. Nur wo halt, ne? Gehen wir mal hier runter, vielleicht sind sie ja da. Okay, gibt es noch Quarz? Naja, nach viel Vegetation schaut es hier jetzt nicht aus.
Kann jetzt natürlich passieren, dass ich viel zu weit raus fahre. Und an den Kraterrand komme. Das wäre jetzt auch nicht unbedingt geil. Da ist noch richtig runter. Ah, Augenstängel! Na geil. So, ich muss jetzt übel schnell runter, das Zeug holen und nicht dabei sterben. Das klingt nach einem Plan, oder Leute? Merkt es euch noch euch. Ich hab's. Hab ich's. Baupläne, Enzym. Achso, klar, ich habe zwei Sachen natürlich schon abgelegt. Seekronensamen und Geisterkrautsamen. Das prüfe ich mal noch ein bisschen nach. War das jetzt hier? Ups. Warte mal ganz kurz. Ja, einmal das hier. Pilzprobe, dann nehmen wir das rüber. Eins noch hier hin. Und was habe ich jetzt noch braucht? Geisterkrautsamen, die habe ich jetzt auch irgendwo hier drin. Irgendwo. Hier. Ich kann es machen. Oh Leute, ich kann es bauen. Yes, okay. So. Auf geht's zum Portal. So, wir sind da. Dann schauen wir doch jetzt nochmal nach unten zu unserem Portal. Oh, wo ging's denn? Wo waren das genau? Wo war denn das? Muss ich mir schon überlegen. Wo war das Portal? Ah, da unten ist es. Okay. Parken wir mal, oder? Ich hab gesagt, damit wir da auch keine Risiken haben. Schön rückwärts einparken. So. Perfekte Größe natürlich auch für unser Schiff. So. Bam. Da haben wir unsere Ruhe. Das wird ausgemacht. Das Enzym haben wir dabei, oder? Jawollo, Hammer. Und dann geht's doch jetzt los hier ins feuchte Nass. Ah, ich bin jetzt schon gespannt. Jetzt bin ich bin so aufgeregt, was jetzt passiert. So genial. Ich freue mich. Salve! Peace! Wie sie da sitzt? Ist doch richtig cringe, hey. Alles gut bei dir, oder? Du schaust irgendwie gerade nicht so happy aus. Oh, süß. Ihr frisst mich jetzt bitte nicht. Das wäre jetzt geil. Ende der Story. Batz tot. Komm, ich habe nicht so viel Luft.
Oh. Oh. Wie süß. Und jetzt? Danke, jetzt wirst du sterben. Okay, meine Kinder schwimmen zu den Untiefen, ich danke dir. Ihr Freiheit ist mein Ende. Ich frage mich, wie es wohl sein wird, wenn ich mich schlafen lege und nie wieder aufwache. Wenn wir uns das nächste Mal begegnen, bin ich vielleicht eine Meeresströmung, die Saat zu neuen Ufern bringt. Oder ein winziges Tierchen so klein, dass es zwischen Sandkörnern passt. Lebe wohl, Freund. Das heißt, sie krepiert jetzt einfach, oder wie? Hä? Das war's! Mehr passiert nicht! Du willst mich trollen, oder? Kann aber wahr sein. Kann ich den auch scannen? Okay. Hä, und jetzt? Das war alles? Kann ich das noch irgendwie? Nö. Toll. Also wenn sie so stirbt, hey, dann ist das auch ein Move. Okay, vielleicht komme ich ja irgendwann mal wieder zurück und schau mal, wie es ihr geht. Und ihr? Was ist das? Haha. Ah! Hä, und jetzt? Bin ich geheilt? Lebenszeit normal, keine verbliebenen Anzeichen einer bakteriellen Infektion. Cool. Okay. Was machen die jetzt? Okay, also ich habe jetzt keine Infektion mehr. Das heißt, ich gehe jetzt da rein. Und kann den Scheiß abschalten, oder? Also es müsste ja eigentlich funktionieren. Geil. Wo waren das zum Abschalten? Das hier unten oder war das oben? Ich weiß es gerade nicht mehr. War das hier? Nee, hier ist hier ist das Portal. Dann muss ich doch nach oben. Schnell, bevor ich wieder... Also dieses konzentrierte Enzym heilt mich auf jeden Fall. Also sollte ich mich nochmal infizieren. Ich weiß ja nicht, ob das wiederkommt. Aber schaut Stand jetzt gut aus. Das heißt, ich muss... Ist ja klar. Wäre jetzt lustig, wenn ich daran sterben würde. Ich müsste es jetzt theoretisch abschalten können. Ja. Ey, du. Juhu. Ich glaube, ich hab's abgeschalten.
Das schaut sehr abgeschalten aus. Und das macht sehr komische Geräusche. Okay. Ist das gut oder schlecht? Ich gehe davon aus, dass es gut ist. Weil ich meine, jetzt kann ich mir bestimmt diese Landeplattform oder diese Startplattform bauen. Diese Neptun, bla, irgendwas, Plattform. Und damit dann sozusagen abhauen. So. Welcome aboard, Captain. All system online. Mist. Naja. Solange bis die halt dann wachsen. Da 62% reicht erstmal. Gut, jetzt. Warte mal schnell. Da, Dollons, habe ich da jetzt noch irgendwas? Nee. Okay, das interessiert jetzt gerade nicht. Ich habe aber doch hier so eine Neptun-Startplattform. Wo waren die? Wo war denn die? Wo war denn die Baupläne? Come on. Okay, die waren nicht hier. Interesting. Okay, warte mal schnell. Ich gehe mal zurück. Starten. Okay, wir sind bei 20 Minuten und es sind schon echt weit. Also es könnte sich jetzt dem Ende nähern. Okay, die sind hier auch weg. Wo sind sie denn hin? Ich hoffe nur, dass die sich daran erinnern, dass ich sie gerettet habe. Das wäre nämlich echt ungünstig, wenn die dann hier rumschwimmen und mich fressen wollen. Nachdem ich gesehen habe, wie groß die Mutter ist, hätte ich darauf jetzt keinen Bock. Ups, sorry. Aber ich glaube, der nächste Punkt wird sein, sich zu heilen. Also, geheilt haben wir uns, jetzt wo wir uns geheilt haben, die Plattform zu bauen, sodass wir verschwinden können. Hätte ich jetzt gesagt. Das heißt, wir müssen wieder zur Homebase und dann von dort aus können wir abrocken. So hätte ich das jetzt gesagt. Wird interessant. Ich frage mich dann nur, ob die. Das wäre jetzt schon noch interessant. Sind die Seeimperator-Kinder jetzt noch in der Welt drinne oder sind die jetzt einfach weg? Das wäre jetzt schon noch interessant. Aber ich glaube schon, dass sie noch da sind. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie die jetzt einfach so rausgenommen haben. Ich fahre mal ein bisschen hier rüber. So parallel. Sind wir 1000 weg. Ja, und dann müssen wir schauen, was wir eben noch brauchen, um überhaupt diese Welt verlassen zu können. Da brauchen wir eine Rakete für. Da müssen wir uns mal schlau machen. Und wenn wir das dann haben, dann haben wir durchgespielt, Leute. Wir sind auf der Zielgeraden, wie ich es letzte Mal schon gesagt habe. Auf der Zielgeraden ins Weltall. Ins Weltraum, wollte ich gerade sagen. Ja, genau, richtig gut Deutsch. Danke auch für das. Der Homebase ist bei 800 Meter. Die Fahrerei ist halt manchmal schon ein bisschen nervig. So, Homebase 650 Meter. Wollte mich gerade fressen. Da weiß ich schon, dass es einen kleinen Größenunterschied gibt.
Aber hey, lass mal ihn halt. So. 500 Meter. Ich habe halt echt schon viel abgebaut. Das ist halt auch noch so ein Problem. Naja, aber das baue ich notfalls wieder auf. Daran soll es jetzt nicht scheitern. Gut. Homebase, Home Sweet Home. Klappe die zweite. So. Ja, ein bisschen steht ja noch, also so ist ja auch nicht. So. Gut, dann schauen wir doch mal. Ich glaube nämlich auch an der oberen. Den kann ich jetzt schauen, was ich dafür brauche. Wo waren das? Ach, hier. Hup. So. Ich glaube, hier brauche ich das, gell? Neptun-Rettungsrakete. Erstmal Neptun-Startplattform. Titanbarren, Blei und Computerchip. Okay. Leute, das würde ich aber sagen, machen wir im nächsten Video. Dann können wir da auch richtig komplett drin starten. Beziehungsweise vielleicht mache ich auch einen Stream draus, wie ich diese Neptun-Startplattform baue. Mal schauen. Lassen wir uns überraschen. Twitch-Link steht in der Beschreibung. Und dann können wir uns das anschauen. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch gefallen. Wir sind auf der Zielgeraden und bleibt also dran. Dann sehen wir, wie dieses Spiel enden wird. Ich habe da ein gutes Gefühl dabei. Dementsprechend lasst ein Like da, lasst ein Abo da und wir sehen uns dann im nächsten Video oder Stream. Bis dann, eure Raid. Servus, ciao.